Yo, was geht? Mein Name ist Santino und heute zocken wir ein bisschen Firewatch. Ich hab's mir gerade mal runtergeladen. Ich habe noch nicht wirklich was von dem Spiel gesehen. Vielleicht ein Trailer, aber mehr auch nicht. Und ich würde mal sagen, haben wir doch mal ein neues Spiel an, um zu sehen, was uns dort so erwartet. Oh, wir können mehrere Spielstände machen, ist schon mal gut. Aber mal ein neues Spiel an. Ach, Ladebildschirm. Liebe Sie. Und was macht ihr heute so noch? Ah, geht weiter. Campo Santo präsentiert. In Zusammenarbeit mit Panic Inc. Boulder, Colorado, 1975. Du siehst Julia. Ja, ist so, achso, klicken. Sie ist ungefähr in deinem Alter, Ende 20. Sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der University of Colorado Boulder. Du, Henry, bist mit deinen Kumpels eintrinken. Bist betrunken. Ah, würde ich mal sagen. Was ist dein Hauptfach? Du siehst gut aus. Unterhält sich mit Professorenstudenten. Ja? Eindruck schinden ist natürlich. Also, was ist dein Hauptfach? Du lallst und riechst nach Bier. Du lächelst unbeholfen. Evolutionsbiologie, antwortete sie. Und ich bin Dozentin. Cool, erwiderst du. Und? Fragt sie. Sie rümpft die Nase. Toxikologie? Machst du dich über mich lustig? Fragst du. Sie nickt. In der Sorge, dich gekränkt zu haben, fragt sie dich, ob ihr euch einen Cheeseburger teilen wollt. Ein Cheeseburger teilen? Ist. Verstehe die Frage nicht. Eine Woche später seid ihr zusammen. Schnell! Cheeseburger teilen? Okay, wir können uns umschauen. Wir sind in einem Aufzug. Und wir haben Beine. Das ist schon mal schön. Rucksack. Den nehmen wir doch direkt mal mit. Das scheint mein Auto zu sein, oder? So komisch. Rot am Leuchten. Naja, okay. Laden wir den Rucksack ein auf Ladefläche. Ihr seid schon gut ein Jahr zusammen. Macht dich wahnsinnig. Es ist toll. Ihr zieht zusammen in eine Wohnung, nahe der Universität mit Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse. Eigentlich trinkt ihr überall Bier. Das Leben ist schön. Julia möchte einen Hund. Da gibt es einen verwahrlosten kleinen Beagle. Julia verliebt sich sofort in ihn. Sie möchte ihn mit in den Unterricht nehmen. Es gibt auch einen bedrohlich wirkenden, aber sanftmütig blickenden Schäferhund. Wenn Julia diesen Hund ausführen würde, könnte ihr nichts zustoßen. Er ist ein imposantes Tier. Ein Beagle. Schäferhund, ey. Mal ohne Witz. Schäferhund. Mayhem ist ein großartiger Hund. Er tollt gerne mit dir im Park herum und begleitet Julia beim Joggen. Er ist zu groß, um ihn mit in die Universität zu nehmen, aber Julia liebt ihn dennoch.
Mayhem ist ein Freund, ein Kind und ein Haustier in einem. Sollte es auch sein. 1979. Ihr unterhaltet euch auf der Dachterrasse. Es ist Sommer. Es ist 21:30 abends und die Betonwüste unter euch glüht immer noch. Was hältst du von Kindern? Fragt sie. Kinder? Die sind nicht sehr schlau oder so irgendetwas nütze. Ich meine, ob wir welche haben wollen? Ein paar kleine Dummköpfe. Nee. Ihr Blick schweift ab in Richtung der Berge. Uns bleibt ja noch genug Zeit, oder? Und dir vielleicht. Mach dir keine Sorgen, beruhigst du sie. Du sagst, ich habe den Körper einer Erstsemesterin. Das haben meine Eierstöcke nicht mitbekommen. Okay. Tut sie deine Bemerkung mit einem Lachen ab. Eines Tages, in Ordnung? Gut, eines Tages, sagt sie. 6 Monate später hältst du an einem Sonntagmorgen im Bett um ihre Hand an. Okay. Und da sind wir auch, Nase juckt, in einem Wäldchen. Sehr schön aus. Rucksack ist natürlich nicht auf der Ladefläche. Gucken wir uns mal das Schild hier an. Thoroughfare Trailhead. Kann ich da irgendwas machen mit? Do not forget to check in. You're in their country. Learn to live with bears. Bären, okay. Ein Feuerwerk. Für Wanderer, okay. Gucken wir uns mal ein bisschen um. In dem schönen Wäldchen hier. 1980. Es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Sie ruft nicht an. Du machst dir Sorgen und wirst immer wütender. Wütender? Und wieder wütend. Sie kommt nach Hause, als du schon im Bett liegst. Mir Sorgen mache ich, will nicht wütend sein. Sie ist nicht wirklich betrunken, hatte aber offenbar einen schönen Abend. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt. Na. Bin ich so der, der sauer wird wegen irgendwas. In dieser Nacht haltet ihr Abstand voneinander. Am nächsten Tag plagen dich Schuldgefühle, weil du so wütend warst. Du fragst sie, wie ihr Abend war. Toll, antwortet sie. Du nimmst es hier immer noch ein wenig übel. Du machst Kaffee und gehst zur Arbeit. Ja, also, ohne was zu sagen, ist schon scheiße, bloß... 1981. Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dich. Macho Man, okay? Macho Man. Du siehst toll aus. Das wurde ja schnell dunkel. Sind wir also mitten im Wald hier, mitten im Naturschutzgebiet, nehme ich mal an. Okay. Liebe Sonnenuntergänge. So warmes Licht, das mag ich total. Echt. Ja, kann man machen. Two Forks Fire Lockout. Feuerwachturm Two Forks. Noch 13 Kilometer. Das könnte ein bisschen dauern. Drüber springen, Leertaste. Wie gewohnt. Genau, genieß auch den schönen Sonnenuntergang. 1982. An Sommerabenden geht ihr gerne mit Mayhem spazieren. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall her an. Einer von ihnen versucht, euch mit einem Messer auszureiben. Oh, das eskalierte schnell. Mayhem läuft weg. Verdammt, der Hund, schreit Julia. Sie ist aufgeregt, in Stresssituationen stottert sie schnell. Du stellst dich dem Angreifer entgegen.
Oder eben die Fresse, natürlich. Er verpasst dir eine Schnittwunde am Arm, aber du prügelst ihn krankenhausreif. Fühlst dich nicht sonderlich stark. Du holst Rotz und Wasser, bis die Polizei aufkreuzt. Jula schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Du stimmst ihr zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen. Und daran spaziert ihr am Fluss entlang. Das ist sowas, ehrlich, Fresse polieren. Normal. 1984. Eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. Julia wird einen Job in Yale angeboten. Yale liegt im 3000 Kilometer entfernten Connecticut. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Sie möchte umziehen. Aber auf keinen Fall. Das ist die Sache. 3000 Kilometer. Sie soll pendeln. 3000 Kilometer. Pendelt. Soll pendeln, als ob sie pendelt oder ob sie das Angebot ablehnt. Ja, komm. Du fragst sie, ob sie pendeln würde. Du möchtest nicht nach Connecticut ziehen. Sie sagt, es würde anstrengend werden, aber sie würde es tun, wenn du nicht umziehen möchtest. Du sagst ihr, sie solle sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wenn es das ist, was sie möchte. Sie nimmt den Job an und fliegt dreimal im Semester zurück nach Boulder. Ja. Julia wird nach einem Vorfall in Yale beurlaubt. Sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hatte, die sie für ihre Forschung benötigte. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm die Bücher vor 2 Tage zuvor mit Freude geliehen hatte. Au. Oh. Man fand sie weinend im Treppenhaus. Du findest, ihr solltet vielleicht mit jemandem darüber reden. Ihr macht Macaroni und versucht es bei einer Flasche Wein zu verdrängen. Verdrängen ist eigentlich immer die schlechte Idee. Also man sollte schon darüber reden. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellt sich heraus, dass Julia unter Demenz im Frühstadium leidet. Sie ist 41. Ihr beschließt vorerst, niemandem davon zu erzählen. Mit 41 dement, das ist schon hart. Der Leichtgänsehaut. Das ist hart. Und mal das Tagebuch rein. E-Man, ja genau. Das ist also gezeichnet. Man wird langsam alt. Er bekommt graue Haare auf den Rücken und tollt auf euren abendlichen Spaziergängen nicht mehr herum. Geht mit ihm zur Bar, um Freunde zu treffen. Es kommt euch so vor, als hätte sich nichts geändert. Julia kehrt zur Universität zurück. 1987. Julias Zustand verschlimmert sich. Kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt in Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird dauerhaft krankgeschrieben. Echt nicht schön, sowas. An manchen Tagen ist sie die Julia, die dich als Trottel bezeichnet und eure ungeborene Kindheit als kleine Dummköpfe. An anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Vater steht an der Tür. Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr. Eine Weile lang besuchen eure Freunde euch und bringen kleine Geschenke zur Aufheiterung mit. Der Zustand verschlimmert sich weiter. Das ist, stelle ich mir schwierig vor. 1988. Verbringst deine Tage damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Zählst die Sekunden zwischen den 2-wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meint, Julia sollte woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann. In einem Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Du beschließt, dass sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist. Du bist fest entschlossen, dich selbst um sie zu kümmern.
Ich meine, das ist Demenz. Weiß noch nicht, was man machen soll. Ob sie sich immer noch an einen erinnert oder ob sie. Ob ihr es in Anführungsstrichen egal ist. Das weiß man nicht, das ist immer die Sache. Ich kümmere mich selbst um sie. Okay, sollten wir weitergehen, ne? So. Oh, ich kann ranzoomen. Okay, das leuchtet einfach nur. Ich da hin? Ich will da hin! Seh, was da ist? Es ist unglaublich schwierig. Am schlimmsten ist es, wenn du sauer auf sie wirst, weil sie mal wieder versucht hat, selbst zu kochen. Du kannst nichts ohne sie tun. Und sie kann nichts ohne dich tun. Wenn sie sich schlafen legt, bleibst du noch ein paar Stunden wach und trinkst auf der Dachterrasse. Im Sommer schaust du Baseball, im Winter Basketball. Auch dabei trinkst du. Du verlässt nun öfter das Haus, nachdem du sie ins Bett gebracht hast. Am nächsten Mal machst du dir Sorgen, sie könnte auf dir herumlaufen, während du weg bist. Beim ersten Mal, nicht beim nächsten Mal. Du stellst einen Stuhl vor die Schlafzimmertür. Du vertraust darauf, dass sie tief und fest schläft. Naja, das ist die Sache, Demenz. Ja, Nummer sicher ist besser. Du gehst immer wieder in dieselbe Bar am langweiligen Ende der Pearl Street. Es ist nett dort. Nach und nach vertraust du dich der Barkeeperin Sheila an. Es hilft dir, alles zu verarbeiten. Du kommst mehrmals pro Woche erst um 1 nach Hause. Freust dich auf diese Abende. Eines Abends gerätst du in eine Alkoholkontrolle. Du hast über eine Promille und verbringst die Nacht auf der Polizeistation. Du überlegst es zu verheimlichen, erzählst es dann aber deiner Schwägerin Susan. Judas Eltern nehmen den nächsten Flug von Australien. Der Zustand eures Hauses macht sich fassungslos. Sie teilt dir mit, dass Julia ab sofort bei ihnen wohnen wird. Du widersprichst nicht. Du willst sie bald besuchen. Ein paar Wochen vergehen. Der Sommer steht bevor. Du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Die sie in der Zeitung, ne? Genau. Du nimmst den Job an. Und das ist wohl das, was wir jetzt gerade machen. Das ist schon, wenn man so drüber nachdenkt, eine schwierige Situation. Und betritt den Feuerwachturm. Okay. Ist also, das ist das, was wir in der Zeitung gelesen haben. Nur gefallen gerade? Alte Karte. Escape from Two Org. What? Das ist eine sehr gruselig gezeichnete Karte. Okay. Natürlich mit. Öffnen. Weiter den Strom. Okay. Die packen wir erstmal. Okay, dann. Du sollst sie da hinlegen. So, passt. Klatsch. Genau. Okay. Ah, hallo. Warte. Wo? 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 Oh, da. Two Forks Tower, this is Thoroughfare Tower. Come in.
Ich komme doch schon. Umschalttaste. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Ich soll jetzt rausfinden, was ihr Problem ist. Okay. You're probably just rebelling against a mom who wishes you had given her grandkids, by the sound of your voice, at least 15 years ago. You come out here and it really grinds her gears and you love it. Can I sleep now? Well, she also says I fuck immature men, but in my defense, who wouldn't want a 28-year-old with ambition and energy and some fire in his belly in bed? Me, I'm going now. Just a second, now it's my turn. Okay, good night, bye. Let's see, I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome to the job. Wie einfach auf den Sack geht, Alter. Firewatch, Tag 1. Hör so noch bei, ne, da kommt es gerade so hier an und dann quatscht ihr einen voll. Hab ich genauso reagiert. There's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Okay, ich soll mich melden, wenn ich bereit bin. Gucken wir uns erstmal um. Was sagt die Uhr? Passt noch. Perfekt, gut. So. Pflanzenwelt. Kann ich das irgendwie angucken, oder? Ja, okay. Rechtsklick natürlich, ne? Baumwolle. Okay. Das ist ein Kalender. Okay, wir haben Mai 1989. Aber welcher? Das weiß ich gerade jetzt nicht. Wenn ich nicht aufgepasst. Thermoskanne. Nehme ich mit. Untersuchen. Ich könnte. Ah, okay. Manly. Manly Thermos. Zurücklegen. So. Außergewöhnlicher Geist. Glasreiniger. Warte. Steht da? Old Scottish Ölseife. Oh, gut. Wasserbehälter. Ja, also wir haben mir wahrscheinlich. Kann ich ihn öffnen? Nee, kann ich nicht. Wir werden ja sehr viel Spaß haben, ganz alleine. Ich wollte gerade sagen, ohne Internet. Aber 1989, das ist ja okay. Ich hab nichts gesagt. Feuerlöscher. Okay, antworten wir hier einfach mal. Die Uhr geht übrigens nicht. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus, I guess it's, what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Wo ist Westen? Are those fucking fireworks? Süden, also ist da. I need you to confirm. Do you see them? Ah, da. Hab's gesehen. Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job?
Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Okay. Do I write him a ticket? Easy there, Dirty Harry. Well? Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Secure. Shut up. Ich hab doch recht. Er hat doch recht. Er hat doch vollkommen recht. Gut. Nehmen wir auf jeden Fall nicht den Rucksack mit, weil das könnte uns ja irgendwie helfen. Ja. So, gut. Na? Machen wir noch ein bisschen. Okay, den Rucksack trotzdem. Da oben vielleicht noch irgendwas, was ich. Kann ich rennen? Nee, kann ich nicht. Oder? Nicht darauf. Doppelklick. Steuerung. Ne. Rennen ist nicht. Ach, hier sind Propantanks. Gut, also ist hier nichts weiter. Ich soll nach Westen. War da Westen? Ich nehme den Kompass. Da war Westen. Ah, da sind sie. Feuerwerk im Wald. Nicht sehr sicher. Die Karte habe ich oben gelassen. Warum soll ich die auch mitnehmen? Ich hab den Kompass. Habt ihr doch. Ah, ich habe eine eigene Karte. Ah, okay. Wir sind da. Wir sollen nach Westen. Ah, da gibt es einen Weg. Und das sollte der hier sein. Geht rechts hoch. War nicht der richtige Weg, oder? Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. So, ich guck noch mal auf die Karte. Na, ich gehe mitten. Das ist nicht der richtige Weg. So. Gucken wir mal, wo der richtige Weg ist. An und für sich sieht sehr schön aus. Welchen Weg schon? Da ist der richtige Weg. So, gehen wir den Weg lang. Suchen wir mal das Seil, was hier sein soll. 1, 2, 3, 4. Ja, wie gesagt, schon sehr sicher. Kann ich jemand sagen? Ja, kann ich nicht. Er zeigt mir andauernd an, was ich machen muss. Kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Egal. Was für Geräusche? Weißt du was? Das ist diese Box, die sie meint? Könnte sein, ne? I found the supply box. Great. Eins, zwei, drei und die vier. Das war sehr leicht. Information abschreiben, okay. Warte, aktualisiert. Was hast du denn jetzt aktualisiert alles? Ah, okay. Die ganzen Wege. Zu wissen. I tracked down that rope. It was right where you said. Great. So you should be set to get down to the lake. Altes Seil. Anzapfen. Und ich werde. Wow! Wow! Habt ihr diesen Wurf gesehen? Ey. Hey, there's a snack in here. I'm probably gonna eat it. You definitely do not want to do that. Whatever's in there has been in there for years. That's how you get food poisoning. Ah. Vielleicht. Mach mal wieder zu. Oh, da ist noch was, eine Nachricht. Hey, I found a note to a guy named Ron from some guy Dave. That's probably Dave Gaskell.
He's completely nuts. Is that right? Harmless, but yeah. One of those, you know, fall off the grid and eat ants for a week type? Totally fucking cuckoo. Which is kind of what the job attracts. Hey man. Blablabla. Wir sind cool. Alron, der Typ ist nicht klargekommen, also habe ich seinen Turm abgeriegelt und ein paar Sachen in die Kiste getan. Ich habe auch einen dieser Riegel gefunden, die du magst. Ich wandere jetzt im Park. Aber wir sollten uns volllaufen lassen, wenn ich wieder da bin. Dave. Okay, ist dahinter irgendwas? Achso, kann ich nicht untersuchen. Aufbewahren. Nehme ich mit. Lass mich mit, die schließe ich wieder. Gut. So, blicken wir nochmal kurz auf die Karte. Gut, und ich würde sagen, wir haben das Seil und alles Mögliche. Wir machen mal kurz einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, also, bis gleich.